Irgendwann muss ich den wohl machen. Ah, hinter dem. Oh, ich muss ihn selber schieben, na geil. Wo ist was? Gib den Grockwagen. Schon ganz cool, hier einen Karagor zu haben. Das hält nämlich echt viel vom Hals. Das hätte wirklich viel vom Hals, der Kopf kann, ja. Genau, brennendes Holz fasst er immer an. Das sieht schon besser aus. Für eine Ork-Festung. Oder Ork-Monument. Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Hab gesehen, wie du geübt hast, deinem Feind eine Axt in den Rücken zu ziehen. Waffen und Runen. Level 9. Level 9. Oh Mann, nächste 445 Fähigkeitspunkte brauche ich für das nächste Level. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich den noch mitmachen. Die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Udun verstreut, also bestieg er seine Bestie, um seine Gegner nah und fern niederzustrecken. Reite den Karagor. Was? Boah. Zwei Männer her oder was ist der Auftrag? Alter, im Rücken der Bestie aus.
Zack, 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 zack. Weiß nicht, ob ich dafür genug Pfeile habe. Kann mein Reittier aufzehren. So, hab ich wieder Pfeile. Rum. Moment! Sei von deinem Biest! Ich will muss ich hin? Oder? Wieder genau 4 Schuss, die ich brauchte. Oder sagen wir mal mittendurch. Ich glaube, da hat sich etwas mit. Fuß. Fertig. Okay. Navi-Fälle sind mich für den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Du hast die Legende des Bogens Askar verendet. Askar wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Für den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Okay. Ist er denn dauerhaft jetzt dabei, oder was? Ja, das nehmen wir doch mal hier. Können wir bei 5 schon jemanden töten. Oh nee. Wir haben dann noch eine Rechnung offen. Mugrisch. Oh cool. Und tot. Nicht? Ich bin dir auf den Fersen, Waldleute. Ich schütte halt so, mir auch egal. Also macht halt mein Karago dann den platt. Furcht vor Karago. Oh, müssen wir noch mal gleich mal. Oh, Karago macht echt schnellen Prozess mit solchen Typen. Das ist ja geil. Blutestarke gestorben. Für den Schaffen Gesundheitsruine. 5 Gesundheit, yay. Bei einem tödlichen Treffer. Weiß gar nicht, wie viel ich hab. Vielleicht irgendwie 150 oder sowas. Nahkampfschaden, Stufe 13, Rachegelüste. Ist auch Stufe 13. Wer Klingenhageltötung wird für den Fokus wieder her. Wo sind irgendwie schon wieder vollständig hergestellt?
für den Tagungsensor generell. Hey Cargo. Bleib mal hier, wenn ich dich schon hab. Ich mag diese Ruinen nicht. Ach gut. What the fuck? Kann da oben in der Höhle gehen? Also nochmal schnell, wir wollen eh Fledermäuse töten, da können wir mal oben in die Gröle reingucken. Bald auf dem Spieß über Feuer gebraten zu werden, um uns vor der Schlacht satt zu machen. Ach, Ghouls. Ghoule, Ghoule, Ghoule. Oh. Cargo ist natürlich nicht so viel besser. Au. Uppapapa. Fuck. Aua! Aua! Mir ist gerade Feueralarm. Tumult Abhäute wurde befördert. Zockte alles, was er wurde befördert. Luca, der Verteidiger, wurde befördert. Unbekannter Hauptmann wurde befördert. Unbekannter Hauptmann wurde nochmal befördert. Unbekannter Urk zum Hauptmann befördert. Ne, Uruk. Urk. Unbekannter Urk. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Bayern voller Erfolg. Da reinzugehen. Und blasse Reflexionen des Lichts der beiden. Noch ein Versuch. Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ich wette, ich könnte dem Trauk einen Fuß abschlagen. Fledermäuse gibt's hier nicht, ja? Hätten sie nämlich Orks oder sowas? Oh, gibt's auch Infos. Ein Totenork. Interessant. Nehme ich mit. Ich ja nicht kenne. Kotuk der Würger. Läuft davon, du Wurm!
Nochmal Infos. Gerät in Panik, wenn er brennt. Kann durch Kampf Todesschüsse verwundet werden. Ja, geil. Aber er ist bloß immun gegen Fernkampf zum Glück. Wo sind die Steine, die der Hauptmann für die neue Festung haben wollte? Schnapp den Sklaven! Tod aller Feinde! Bleib doch hier! In der Höhle gibt es anscheinend keine Fledermäuse. Schlangenklinge. Erinnerst du dich an mich, Abschaum? Was zur Planänderung, Leute? Jetzt habe ich hier das Sagen und als erstes werden wir die schwarze Hand erledigen. Vergiss mich dabei bloß nicht! Ja doch. Mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Es gibt Orks, die gegen die schwarze Hand arbeiten, das ist immer interessant. Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie sind gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. So werden wir Mittelerde Hoffnung geben. Ach, da sind Fledermäuse. Muss ich doch mal zurück. Und wenn die Ochse wieder her. Die Fledermäuse weg. Er würde mich verarschen. Oh, nö. Oh, nö. Schweinerei. Nastuk dachte, ein Krabahn würde über ihm schweben. Aber stattdessen war es der Zarg, der sich von oben auf ihn stürzte. Er war auf der Stelle tot. Halt! Ich habe etwas gesehen. Ja, servus. Was war das? Jemand hat ihn getötet. Habt ihr das gehört? Den Uru habe ich nie gehasst. Wahrscheinlich nur Ratten. Du bist immer so schreckhaft. Sind wir da drin? Oh.
alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu betteln, als er die Axt des Henkers über sich sah. Ich weiß, wie... Bleibst du hier? Meins. Komm mal Infos. Ishka, der Bettler. Ein Ewig von Menschen und Uruk. Jeden Menschen und Uruk. Also so kann es Verbündete rufen. Willst du mich verarschen? Seine Gegner verdunkeln. Was? Seine Gegner verdunkeln den Himmel mit ihren Bolzen. Geschwind erwähnte er ihre Schützen, um den Weg seiner Armee zu weiten. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Was meinst du mit seltsam? Waren wahrscheinlich nur ein paar Ghule. Schleicht da jemand umher? Vielleicht. Aber ich habe keine Ghule in der Nähe gerochen. Das ist ganz schön große Gebiete an solchen Stellen bei solchen Aufträgen. Seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Waffen und mehr Gemetzel. Wenn die Menschen außerhalb Mordors wüssten, was auf sie zukommt, würden sie vor Schreck tot umfallen. Habe ich da gerade etwas gehört? So, mal eins. Du kommst auch noch mit. Das hört sich nicht gut an. Und tschüss. Wenn wir dem Grafwandler begegnen, dann bleib mir aus dem Weg. Nie im Leben, du Magen. Ich werde derjenige sein, der ihn töten wird. Dazu musst du erst an mir vorbei. Ich habe ihn schon getötet. Es hat ihm so gefallen, dass er zurückgekehrt ist. Was sagen wir nicht? Hochziehen. Ich will hier runter. Schön. Oh, ist das natürlich geil. Fällt den voll vor die Füße jetzt. Das furchtbare Geschrei, das ich gehört habe. Die Patrouille hätte diese widerliche kleine Made, die hier umherschleicht, fast erwischt. Doch sie ist wieder entkommen. Und viel Spaß. Ist euch egal, dass einfach nur so ein Typ von euch direkt vor die Füße fällt. Ich glaube, der Waldläufer ist in der Nähe. Hast du etwa Angst? Ich hoffe nicht. Sonst erspare ich dem Waldläufer die Arbeit und stech dich selbst ab. Ein geübter Jäger ist eine unaufhaltsame Kampfmaschine. Auf mittlerer Reichweite sind sie gut. Nicht zu nah dran und nicht zu weit weg. Ohne den Namen auszulösen, oh. Ich sehe schon Gespenster. Mein letztes Opfer hat es bereut, mir je begegnet zu sein. Wem kümmern vergangene Heldentaten? Der nächste Feind im Zack, zack. Warte, ich rieche etwas. Ja, dann komm mal ran. Und zack. So. Muss ich nur Schleichengriffe generell machen. Wo ist jetzt dieser Tagabschaum, hä? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wen kümmert's?
So oder so sind wir auf ihn gefasst. Und hier rumklettern. Ich wette mit dir mein Fass Grog und einen halben Sklaven, dass du nicht den Mut hast, dem Hauptmann halben zu sagen, Sklaven. Was für ein feiger Lügner Glock ist. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, du hast die Habt ihr das gehört? Kommen lassen. Hat er das? Dann geht mir aus dem Weg, wenn er in der Nähe ist. Ich werde ihn persönlich töten. Und zack. Voll. Das hat noch gefehlt. Noch mehr Waffen, die unseren Grog stehlen. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Zack. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hopp. Stehen die alle auf dem Haufen, ey. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Pah, und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Oh. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Ich laufe hier schon seit Stunden, Patrouille. Er versteckt sich. Der Hauptmann sagt, er ist hier, dann ist er auch hier. Hast du das gehört? Ich will hier hoch. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Dieser Weibläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Ich bin verhaftet. Titeo, genau. Meine Fresse geht aber die Party. Ah, da habe ich ja direkt in Instant. Direkt den nächsten Kill sozusagen, den ich machen kann, wenn ich das mit Terrorisieren mache. Das zählt auch. Was mich noch interessieren würde, ist, ob. Bögen, ob es auch Bogen als Schleichangriff sozusagen gibt. Ich bilde mir Dinge ein. Zurück an die Arbeit und hör auf zu reden. Hops. Wir brauchen eine richtige Schlacht, um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Elben, Zwerge, Drachen, schickt sie zu uns und wir werden es ihnen zeigen. Das ist nicht das Schleichangriff. Okay. Oh, nochmal terrorisieren. Schleicht da jemand umher? Wahrscheinliche Ratten. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Ich möchte den Vorposten von Odo nie wiedersehen. Ich auch nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Ihr habt recht. Sie werden alle woanders hingeschickt. Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern. Noch ein Artefakt gefunden. Ein rostiges Horn. Sie sagen, der Feind ist an der linken Flanke am schwächsten und dass die Zwerge dort den Feind zermalmen werden. Vielleicht können wir dann endlich diese stinkenden Sümpfe verlassen und nach Hause gehen. Gestern hat der Feind Verhandlungen angeboten. Wir sahen einen Botschafter davonreiten. Ein schreckliches, schwarzes Monster auf einem schwarzen Pferd, der von zwei gewaltigen Menschen mit ebenso schwarzer Rüstung flankiert wurde. Es war ihnen nicht gestattet, in unsere Nähe zu reiten, weil man befürchtete, sie würden unsere Stellungen auskundschaften und sie an ihre widerlichen Herren weiterreichen. Stattdessen wurde eine kleine Gruppe Menschen und Elben ausgesandt, um sich mit ihnen zu treffen. Wir konnten nicht hören, was sie besprachen, aber es wird keinen Frieden geben. Das Gerücht hält sich hartnäckig im Lager. Sie berichteten, dass sich der Mund des Botschafters verdunkelte und Saurons Worte in ihm brannten. Außerdem bereitete es dem Botschafter große Schmerzen. Er hätte wohl nur Versklavung und Folter versprochen.
Ich bin geneigt, dem Glauben zu schenken. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir es nie bis nach Mordor schaffen. Dort erwartet uns nur der Tod. Das könnte sein.